Hallo Roman. Hi Alex. Willkommen beim Kassenzone.de Interview. Heute ein Tag nach der Veröffentlichung eurer Finanzierungsrunde, eurer neuen. Genau. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Danke. Heute geht es um Blesara.de, so wie das Geschäftsmodell funktioniert, wie eure Langfristplanung aussieht und wie es euch damit geht. Kannst du mal ganz kurz sagen, wer du bist und was Blesara.de macht? Sehr gern. Also Roman Kirsch, Gründer von Blesara. Also Blesara ist selbst mittlerweile zehn Monate am Markt, vor 12 Monaten gegründet. Das heißt eigentlich noch ein relativ junges Unternehmen. Und unser USP den Kunden gegenüber ist, dass wir zum einen Produkte anbieten, die wir überwiegend exklusiv haben, die ein überragend gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Das heißt, wir wollen für die Produkte, die wir anbieten, Preisführer sein, zum einen. Und zum zweiten bei der Auswahl der Produkte, dass wir darauf Acht geben, dass es wirklich nachgefragte Trendprodukte sind, die momentan vielleicht bei anderen Geschäften auch verfügbar sind, aber zu einem viel, viel höheren Preispunkt. Und diese Produkte, ich hatte das im Interview auch mit der E-Commerce Vision gesehen und auch auf Veröffentlichung gestern. Ihr sagt ja, dass das eine Zielgruppe anspricht, ältere Frauen, also Frauen ab 35, die heute auch bei Tchibo diese wöchentlich veränderten Sortimente kaufen oder die auch bei einem Lidl Aldi im Grunde im Discount-Bereich günstige Produkte kaufen. Dort ist es aber so, dass die Leute dort ja sowieso sind. Das sind ja meistens frequenzstarke Einkaufsstätten, bei denen man spontan dann eine Packung Unterhosen mitnimmt oder eine Thermojacke bei Tchibo. Geht das? Du hast ja bisher No-Name-Produkte, also keine starken Brands. Ja. Wie kriegst du die Kunden auf die Seite? Weil du hast ja keinen natürlichen Traffic bisher, oder? Klar, also das ist eine gute Frage. Es funktioniert natürlich auch häufig über Marken. Bei uns funktioniert es halt oder soll es zumindest über Non-Brands funktionieren. Und das ist auch gleich der Knackpunkt des Modells, den du da angesprochen hast. Unser Modell kann eigentlich nur funktionieren, wenn wir eine hohe Besuchsfrequenz haben und in dem Sinne auch eine hohe Kauffrequenz, weil wir haben relativ geringe Warenkörbe und das heißt, es ist schwierig, bei der ersten Order Deckungsbeitrag 3 positiv zu sein. Das heißt, insofern kannst du das Modell, wenn du es vergleichen würdest, eher in dieses Flash-Sales- oder Shopping-Club-Modell vergleichen, weil wir eher in Customer Lifetime Value denken und unsere Intention halt ist, dass die Leute nicht nur einmal kaufen, sondern häufiger zurückkommen. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir regelmäßig neues Merchandise haben auf der Seite. Das heißt, du hast jetzt schon festgestellt, wir haben ein gutes CRM, wo die Leute, wenn sie einmal angemeldet sind, möglichst viele neue Produkte oder nicht viele, aber relevante neue Produkte täglich bekommen. Wir versuchen über die emotionale Richtung natürlich auch inspirierende Themen-Events und Themenwochen zu kreieren. Aber der Kern ist einfach, dass es da auch um Relevanz geht. Das heißt, wir arbeiten oder investieren auch viel in Personalisierung. Das heißt, dass wenn du da bei uns auf die Seite kommst, du ein anderes Onboarding, andere Produktempfehlungen bekommst, als jetzt zum Beispiel deine Frau. Aber okay, dann machen wir mal ein Beispiel. Mhm. Das würde ich nämlich ein bisschen besser verstehen. Also wie treu die Kunden, also wie groß die Chance ist, dass ihr treue Kunden gewinnt. Nehmen wir mal ein Produkt wie, keine Ahnung, hier so ein Aufnahmegerät. Ich hatte das mal die Kamera angenommen. Ihr habt ein günstiges, ihr habt ja auch, Technikprodukte, habe ich gesehen. Genau, ein paar Technikprodukte. Ne? Ihr habt ein Aufnahmegerät, 70% Cut-off No-Name für 30 Euro statt für 100 Euro. So jetzt, der Kunde erfährt ja in der Regel dann über Facebook von Freunden, vielleicht über eine Plattform wie MyDeals, davon, dass es dieses Gerät gibt. Das sind ja Schläferkunden wie beim Shopping-Club-Bereich, also die ihr nicht aktiv in so einem Transaktionsinteresse anspricht, im Suchprozess, sondern die ihr mit eurem super Angebot anregt, auf eure Seite zu kommen. So, jetzt kaufe ich dieses Produkt, sehe euch ja nur als eine Art Transaktionspartner. Das gibt es halt jetzt bei euch, ne? Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, wie bei Rudis Resterampe, aber sozusagen, ihr seid einfach nur eine Kaufstätte. Wie überzeugst du mich denn, wie findest du denn raus, für welche Produkte ich noch so ein Interesse habe, was ich jetzt nicht sofort suche, aber wie findest du auf Basis dieses einzelnen Produktes raus, was mich noch interessiert? Okay, also vielleicht hole ich auch nochmal ein Stückchen weiter zurück. Ich glaube, diese Stöber-Thematik und dieses Inspirationsmodell, weil du jetzt gerade auch MyDeals angesprochen hast, funktioniert eher für weibliche Kunden. Auch über 80% unseres Kundenstamms ist eher weiblich. Und das Produktsortiment, was sich bei uns am schnellsten dreht, ist eher im Bekleidungs-, im Mode-, im Schmuck-, im Accessoire-Segment. Das heißt, das sind auch alles keine Namen, die verkauft werden. Das heißt, irgendwelches Eigenschals als No-Names für einen relativ guten Preis oder Schuhe oder... Korrekt. Okay. Korrekt. Und, deine Frage war welche?
Die Frage ist, warum kommen die Leute wieder zurück? Ne? Wenn ich mich jetzt als Kunde sehe, als einen sehr rationaler Kunde und dieses zu einem 70% Cut zum Rabatt ein Produkt gekauft habe, was ich tendenziell immer schon mal gesucht habe, dann frage ich mich, wie gewinnst du mich zurück? Oder bin ich gar nicht der Kunde? Ist das dann eher die Frau, die mir Sache als Marke wahrnimmt, als Stöberplatz? Eher zweiteres. Das heißt, wir sehen uns nicht als Transaktionsplattform, sondern wir sehen uns wirklich selbst auch als eigene Marke. Klar, weil wir haben ja auch keine anderen Marken selbst im Portfolio. Und deswegen ist uns auch wichtig, dass wir nicht nur produktbezogene Werbung machen und auch weniger über MyDeals und Co. skalieren, sondern viel mehr über Display. Wir sind sehr, sehr stark über Facebook-Advertising vertreten, wo wir auch unsere USPs klarer kommunizieren. Wir haben ja auch ein Lead-basiertes Modell, das heißt, du kriegst eigentlich relativ sofort den Overlay, wo wir E-Mail-Adressen einsammeln, um, wie gesagt, im Nachgang die Leute möglichst personalisiert zu retargeten und zu aktivieren. Das heißt, es ist wirklich kein transaktionsbasiertes Modell. Klar, wir sind auch teilweise bei Preisvergleichen aktiv. Gleichzeitig haben wir da aber auch ganz andere CPO- und Cost-Income-Ratio-Targets, weil wir ganz genau wissen, dass die Leute, die über Preisvergleiche kommen, halt keine hohen Kauffrequenzen haben, wohingegen Leute, die wir über Display-Werbung... Das heißt, übersetzt, die sind nicht treu. Genau, das heißt, jemand, der online einkauft und den Einstieg bei Preisvergleichen sucht, hat eher tendenziell eine geringere Loyalität zu dem Shop, wohingegen wir in einem Format, wie zum Beispiel im Display-Format, also über Facebook, YouTube, und das sind für uns halt sehr, sehr starke Traffic-Bringer, Werbung machen, haben wir auch gleichzeitig Gelegenheit, das Konzept und das Modell ein bisschen weiter zu erklären, sodass die Leute uns nicht nur mit dem Produkt assoziieren, sondern mit dem USP, den wir fahren. Und deine Frage, warum die Leute dann wiederkommen, sind halt eigentlich drei Antworten. Also einmal natürlich wegen dem Preispunkt, wegen dem Merchandise. Zweitens, wir müssen halt sicherstellen, dass wir eine sehr, sehr gute operative Exzellenz haben. Dazu komme ich gleich noch. Und das dritte ist natürlich die Personalisierung und die Relevanz. Okay, verstehe ich, aber das ist ja schon relativ aufwendig. Das heißt, also du hast ja in den anderen Interviews auch gesagt, wenn ihr ein gutes Produkt zu einem guten Preis habt, dann kommt die Nachfrage von selbst. Das heißt, wenn ihr einen großen Kundenstamm habt und dort wirklich immer gute Deals anbietet, dann generiert ihr irgendwie die Nachfrage. Dazu komme ich auch gleich nochmal, weil ich ja selber auch mit den Shopping-Club-Thematiken in meiner Otto-Group-Zeit viel zu tun hatte, weil da sehe ich so eine gewisse Grenze in der Skalierung. Mhm. Darfst du was oder willst du was zu den Zahlen sagen? Also kannst du sagen, wie viele Mitarbeiter habt ihr? Ihr habt jetzt irgendwie so einen mittleren siebenstelligen Betrag eingesammelt, gerade, der euch fürs Wachstum irgendwie hilft. Kannst du so ein bisschen was sagen, wie viele Produkte ihr verschickt, wie viele Kunden ihr schon irgendwie mal erreicht habt? Genau, also das ich glaube, das haben wir auch gestern veröffentlicht. Also wir haben jetzt, wie gesagt, knapp über 5 Millionen eingesammelt an VC-Geld, sind momentan bei knapp 1 Million Unique Visits im Monat, über 100.000 Kunden in den ersten 10 Monaten, wobei aber auch viele Kunden, wie gesagt, nicht einmal kaufen, sondern eher 2, 3, 4 Mal. Mhm. Und das Modell funktioniert deshalb auch ähnlich wie zum Beispiel ein Shopping-Club oder ein QVC-Modell. Das heißt, ein Großteil des Umsatzes wird doch durch irgendwie einen Bruchteil der Kunden generiert, durch die super loyalen Kunden. Und das ist im Grunde deshalb auch das Spannende für uns. Ah, okay, gut. Vielen Dank erstmal dann für die Zahlen. Dann würde ich gleich an die zweite Frage einhaken, bevor du dann nochmal zu einem Execution-Level kommst, was das so wichtig macht. Wir in der Shopping-Club-Anfangszeit, das war so 2007, 2008, als Vaughan Privé groß geworden ist und alle VCs sowas machen wollten, sind die Shopping-Clubs wieder gestartet und haben gesagt, gut, wenn wir ein gutes Produkt haben, dann empfehlen das die Kunden weiter, dann kriegen wir die Kunden auf die Plattform. Hat auch gut funktioniert am Anfang bei Brands for Friends und auch bei Limango, aber dann hat irgendwann die Sourcing-Seite so dicht geworden, also brauchen ja starke Marken, die sie sourcen, weil das ist der Kommunikationshebel des Shopping-Clubs. Dann irgendwann ist aber zu jeder Marke sind dann 2, 3, 4 Shopping-Clubs gekommen und dann haben die Marken gesagt, gut, dann müssen wir irgendwann den normalen Preis zahlen oder einen viel, viel höheren Preis. Und dann war auf der einen Seite im Einkauf nicht mehr so viel Puffer, um Geld zu verdienen und sozusagen die Weiterempfehlungsrate der Kunden ist auch gesunken, weil die Angebote gefühlt nicht mehr so gut waren. Ja. Wie löst du denn dieses Dilemma im No-Brand-Bereich? Oder gibt es das da gar nicht? Also gibt es da noch ein Postengeschäft, ein richtiges? Nee, das schön, dass du es ansprichst, sonst hätte ich es gemacht. Weil genau das, was du gesagt hast, war ja auch im Grunde die Problematik bei den Shopping-Club-Formaten. Dass je erfolgreicher diese Clubs gewesen sind, desto schwieriger wurde das Sourcing, weil einfach der Supply teilweise gleich geblieben ist oder sogar gesunken ist. Und es gab halt eigene so eine Grenze, ne? Irgendwann geht es einfach nicht mehr gut. Und dann hast du zu viel Nachfrage und die Marken können sich aussuchen, mit wem sie zusammenarbeiten und können auch die Preise ein Stückchen weiter diktieren. Und das eine Dilemma, das zweite Dilemma ist ja per Definition, dass du da Restposten kaufst, das heißt Sachen, die sich eigentlich nicht so gut verkaufen und nicht so gut gedreht haben. Bei uns
kehren sich eigentlich diese zwei negativen Punkte genau um. Also zum einen, wir versuchen natürlich zu verstehen, was sich gerade aktuell auf anderen Plattformen verkauft. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie einen Wettbewerbsbenchmark für unsere wichtigsten Produktkategorien, sei es jetzt irgendwie, ich nehme jetzt mal Schuhe, ja, dann schauen wir uns an, was verkauft sich bei Deichmann, bei Reno im Offline-Handel, was verkauft sich bei einem Schuhtempel zum Beispiel online und versuchen, diese Sachen halt möglichst regulär abzudaten, an unsere Produzenten und an unsere Lieferanten, wir arbeiten mit ein paar zusammen, zu schicken und relativ kurzfristig halt ähnliche Produkte bei uns für einen besseren Preis anzubieten. Also das ist kein Postengeschäft, das heißt, ihr sourced direkt dann in China? Ja, klar, also okay. Das wäre ja auch nicht wirklich skalierbar. Das Erste, und damit beantwortet sich eigentlich auch die zweite Frage, dass wir natürlich mit höherem Volumina eher im Gegenteil viel, viel bessere Einkaufsbedingungen und Konditionen haben. Und das ist eher ein nachfragebasierter Markt, weil das gleiche Produkt halt dort nicht von ein oder zwei, sondern von ein paar hundert Lieferanten bedient werden kann. Also ich war jetzt in Guangzhou, wie gesagt, viel in China aktiv unterwegs und allein in Guangzhou gibt es irgendwie 500 Fabriken, die genau die gleiche Uhr herstellen. Insofern ist das, kann man sich das nicht da aussuchen. Das könnt ihr auch untereinander dann ausspielen, weil dann habt ihr mehr Marktmacht. Korrekt. Okay. Und was meinst du mit Execution Excellence? Also jetzt, wenn ich das Modell richtig verstehe, seid ihr auf der einen Seite, braucht ihr ein gutes Gespür für Trends. Also wenn ihr jetzt diese Loom-Bänder hießen die, glaube ich, die habt ihr wahrscheinlich auch auf eurer Seite mal gehabt zur richtigen Zeit. Das ist das eine. Das claimt ja auch ein Chibu für sich oder ein Lidl. Da konnte ich dir abnehmen, ihr seid ein Online-Unternehmen und könnt das viel, viel kurzzyklischer machen. Ihr könnt Trends sofort abdaten. Genau, da hast du halt deine 12 bis 18 Monate Vorlaufzeit, weil du es halt mit einer eigenen Private Label Marke produzieren musst und weil du natürlich auch von Saison zu Saison denkst. Das habt ihr nicht. Also wenn ihr jetzt so einen Schuh oder irgendwas anderes, irgendwo steht Lisara drauf. Also das ist nicht euer Anspruch. Nee, das ist nicht unser Anspruch. Das, was ich eigentlich mit dieser operativen Exzellenz meinte, das ist natürlich auch auf die interne operative Exzellenz bezogen, aber das ist vor allem auch auf das Kundenerlebnis bezogen. Und da muss ich vielleicht ein Stückchen weiter ausholen, weil du hast jetzt No More Rag noch nicht angesprochen, aber wirst du gleich sicherlich machen. Das wäre die nächste Frage, Das wäre super. Wir haben auch noch 2 Minuten bis zu 15 Minuten. Das schaffen wir auf jeden Fall noch unterzubringen. Sehr gut. Thema operative Exzellenz. Also wir versuchen eigentlich, und es gibt genügend Modelle auch, fing ja an in Australien, weil Australien hat eine besondere Nähe zu China hat hat sich von dort eigentlich in die weite Welt verbreitet. Alibaba und jetzt auch AliExpress sind das beste Beispiel, wobei das aber natürlich sehr, sehr B2B fokussiert ist. Und in den letzten 2-3 Jahren entstand eigentlich so eine Armada an Firmen, die sich genau das zunutze gemacht hat und eigentlich asiatische Produzenten mit amerikanischen oder europäischen oder nicht, aber amerikanischen und australischen Konsumenten verknüpft. Häufig waren das aber Marketplaces, also klassische Marktplätze. Wish.com, falls ihr das was sagt, hat mittlerweile eine Milliardenbewertung, hat einen mobilen Fokus, aber ist No More Rag auch. Das, was die auszeichnet oder wo ich sagen würde, dass wir ähnlich unterwegs sind, ist natürlich auch, dass wir bei den gleichen Produzenten oder ähnlichen Produzenten sourcen und Ware bei uns einkaufen. Das, was uns unterscheidet, ist, diese ganzen Modelle sind entweder Marktplätze oder funktionieren über eine Dropshipping-Infrastruktur. Was natürlich den Nachteil hat, dass du das ganze Operations-Thema nicht unter Kontrolle hast und du arbeitest nicht mit Marken, sondern mit Semi-Professionellen zusammen, die halt nie wirklich Erfahrungen hatten mit Endkundengeschäft. Das heißt, ihr habt ein eigenes Lager? Genau, wir arbeiten mit einem eigenen Lager und wir own im Grunde die ganze Supply Chain, sodass wir zum einen natürlich den Vorteil haben, der Nachteil ist halt, zusätzliche Kosten. Der Vorteil ist halt, wir haben keine Marktplatzmargen, sondern eher wirklich Private Label Retail Margen. Und wir können natürlich auch den ganzen Prozess oder die ganze Prozessqualität sicherstellen, was für uns wichtig ist, weil wir uns so definieren, dass wir ein Customer Lifetime Value, ein Repeat Purchase Business sind, weil wenn die erste Erfahrung nicht so spannend ist oder nicht so attraktiv, dann kommen die Leute halt nicht wieder zurück. Das ist zum einen wichtig. Okay, dann verstehe ich das mit der Operation. Also ihr seid in der in den Wertschöpfungsstufen ganz anders aufgestellt als eure Konkurrenten und hebelt das dadurch. Dann würde ich aber an der Stelle direkt nochmal auf No More Rag eingehen, weil in der Berichterstattung, als ihr gestartet seid vor 10 Monaten, wart ihr so ein bisschen ein No More Rag-Klon und ich habe mir das im Vorfeld nochmal genauer angeschaut. Ja. No More Rag funktioniert ja ein bisschen anders. Die sagen ja, sie haben ähnlich wie Wut.com sozusagen Marken zu einem hohen Discount. Ja. Klar, also dass es auch ein Discount-Modell oder also ein Restpostenmodell ist, das geht ein bisschen in eure Ecke, das ist mir schon klar und die sind auch relativ groß geworden.
Aber eigentlich seid ihr es ja gar nicht, oder? Also wenn ich das richtig verstehe, seid ihr gar kein Nomorec-Klon, sondern eher ein eigenes Handelsmodell. Genau, also das Thema Klon ist ja sowieso ein bisschen... ist bei uns komplett neutral belegt. Ne? Wir werten das nicht. Nee, genau, also wir schauen uns natürlich durchaus an, was andere Retailer machen und versuchen da natürlich auch irgendwie auch Learnings und Best Practices rauszuziehen. Ich würde das nicht so strikt abtrennen wie du. Also ich glaube, vom Merchandise knapp geschätzt 70-80% von dem Merchandise bei Nomorec sind auch Non-Brand-Produkte, auch wenn da eventuell eine Fake-Marke draufsteht. Und die importieren das genau wie ihr? Die haben auch ein eigenes Lager, mit dem sie es verschippen? Dazu muss man eigentlich die US-Infrastruktur kennen. In den USA gibt es eigentlich eine relativ große Anzahl an Großhändlern und Importeuren, weil es halt eine große chinesische und koreanische Community gibt, die das Ganze direkt importieren und die aber auch die, die Möglichkeit und die Fähigkeit haben, dann dort aus den USA direkt an Endkunden zu verschicken. Das gibt es in Europa nicht. Das heißt, es gibt hier irgendwie keine großen chinesischen Städte, wo Leute halt sehr, sehr viel günstige Produkte haben. Deshalb übernehmen wir das, den ganzen Import, und sind halt aber dort doch natürlich dann aktiver in China unterwegs. Ah, okay, verstehe ich. Das heißt, vom Look and Feel von den Produkten würde ich jetzt gar nicht so einen großen Unterschied sehen, aber schau dir Light in a Box oder Wish.com an, die sind auch sehr, sehr ähnlich unterwegs. Aber bei Nomorec ist halt, wenn man auf die Startseite geht, sind halt, wenn die Marken in den Vordergrund geschoben, ne? So, da steht halt hier 70% Rabatt auf einen Dell-Laptop. Ne? Und ich habe jetzt das über ein paar Tage mal angeschaut, eigentlich immer stehen die Marken oben, und das ist ja mehr Wut.com, Shopping Club, Ansprache des Kunden. Und ihr sagt ja, wir haben einfach nur ein trendiges Produkt, so einen sehr, sehr guten Preis. Geben dir auch noch das Gefühl, dass du einen hohen Rabatt hast. Das ist ja quasi nur künstlich so gesetzt. Ja. Und das ist für mich eine andere Kundenansprache. Und das würde mich auch so ein bisschen zur letzten Frage bringen. Also mich hast du auf jeden Fall deutlich überzeugt von Nezahra, als ich es im Vorfeld dachte. Vielleicht noch eine Sache, bevor du fragst. Der letzte Grund, warum wir die eigene Logistikinfrastruktur haben, ist einfach, weil wir natürlich die Items per Order relativ hoch halten wollen. Das heißt, bei uns kaufen die Leute über 3 Produkte im Schnitt pro Bestellung. Das heißt, wenn du dieses Dropshipping-Format da nehmen würdest, hättest du dreifache Kosten, was halt viele von diesen Marktplätzen haben, auch aus Kundensicht nicht so schön, wenn du dreimal zur Paketstation laufen musst. Das stimmt. Aber das passt auch gut zur letzten Frage, weil angenommen, was du beschreibst, funktioniert und du bist immer in der Lage, diese Trends gut vorauszuspüren und du bist in der Kundenakquise auch immer in der Lage, gute Dinge zu machen bei Pinterest, Facebook, im SEO-Bereich, also Dinge, bei denen du nicht über Performance-Kanäle deine Kunden kaufst, weil das dürfte auch in deinem Bereich extrem schwierig sein. Wie oft muss denn so ein Kunde kaufen im Schnitt, damit er für dich dann schon profitabel ist? Wenn du sagst, nach dem ersten Kauf seid ihr noch nicht voll profitabel. Und dann, wir sind ja immer auf der Suche, das hatte ich ja im Vorfeld auch gesagt, nach diesen stabilen Gleichgewichten. Ist es dann nach dem zweiten, dritten oder vierten Kauf der Fall, damit sich der geneigte Leser oder Hörer so ein Bild darüber machen kann, kann er sich das vorstellen? Also kann er sich, wenn er sich so 5 verschiedene Kunden anschaut, kann er sich vorstellen, dass die 2-3 Mal im Jahr, nachdem sie von euch angesprochen sind, bei Nezahra kaufen? Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Also wann wird ein Kunde ein profitabler Kunde für euch? Ich versuche gerade zu schauen, also wenn man so ein bisschen schaut, was wir bisher veröffentlicht haben, kann man sich das, glaube ich, fast selbst zusammenreimen. Also wir haben, glaube ich, mal durchklingen lassen, dass unsere Conversion Rate irgendwo bei 3% liegt. Das heißt, wenn du ungefähr weißt, was irgendwie durchschnittliche CPCs im Longtail-Bereich sind, kannst du es auch irgendwie schon mal grob einordnen, dann habe ich die Kostenseite. Genau, dann weißt du ja ungefähr, was für Neukunden zahlen. Und wenn du aber bei Neukunden-Akquisitionskosten von 10, 12, 15 Euro bist, dann bist du auch nicht so weit entfernt oder sehr, sehr nah dran, dass du bei der ersten Order profitabel bist. Das stimmt. Hat das Auswirkungen auf eure, okay, dann seid ihr quasi fast bei der zweiten mindestens profitabel. Hat das Auswirkungen auf eure Sortimentspolitik? Also schaut ihr nach Sortimenten, wenn ihr sagt, da ist noch ein höherer absoluter Rohertrag drin, weil das ja sofort dazu führen würde, dass du in der ersten Order profitabel bist. Hat erhöht ein höheres Risiko, weil so ein Schal ist halt ganz, ganz billig irgendwie einzukaufen und ein Fake-Tablet halt nicht, aber hat halt eine schöne Rohmarge. Klar. Nein, tun wir nicht, weil unser Ansatz ein ganz anderer ist. Also wir glauben halt, dass wenn wir den Kundennutzen maximieren, dass wir dann irgendwie am glücklichsten und langfristig am erfolgreichsten sind. Das heißt, wir schauen jetzt nicht, was kurzfristig irgendwie den höchste Rohmarge für uns hat, sondern wir sagen, hey, wie können wir irgendwie einen möglichst guten Preispunkt für unsere Kunden weitergeben? Und wenn wir daran noch irgendwie was verdienen, umso besser. Aber der Kundennutzen steht bei uns irgendwie im Vordergrund, weil wir halt uns ist eher daran gelegen, dass wir den Kundennutzen maximieren und dafür irgendwie eine höhere Kauffrequenz haben, als dass wir jetzt irgendwie bei der ersten Order mit einem Laptop 5 Euro mehr machen als mit einem Schal. Ja.
Okay, und das bringt uns zur wirklich allerletzten Frage, weil wir jetzt auch schon die 20 Minuten überschritten haben. Ihr habt jetzt ein bisschen Geld eingesammelt. Mhm. Was kommt 2015 bei euch? Also was sind die großen Themen, die euch dann antreiben, wo man dann später nochmal gucken kann, in einem halben Jahr, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert? Also wir hatten ja gerade schon gesagt, dass eigentlich einer unserer Wettbewerbsvorteile mittelfristig eigentlich genau die Infrastruktur sein wird, also von der Logistik- und Einkaufsorganisation. Das heißt, wir werden da nochmal rein investieren. Mhm. Aber zum anderen sind wir auch überzeugt, dass dieses Discount-Modell eigentlich über Produktkategorien hinweg gut funktioniert. Das sieht man auch in der Offline-Welt, aber auch über Ländergrenzen hinweg. Und wir glauben halt, dass Deutschland zwar ein spannender erster Markt ist, aber dass das Modell halt noch in anderen Märkten viel, viel besser funktionieren würde. Und deshalb wird eigentlich die Internationalisierung im nächsten Jahr nochmal deutlich an Fahrt zunehmen. Das ist ein europäischer Fokus wahrscheinlich. Genau, also dass wir dann pan-europäischer Player werden. Also klassischen Standardländer, Frankreich, UK, was auch immer. Ja, ich glaube genau nicht, dass wir die klassischen Länder in die klassischen Länder expandieren werden. Also normalerweise geht man nach Holland, in die Nordics, nach UK, weil das Länder sind, denen es eigentlich noch relativ gut geht. Okay. Und unser Modell ist eigentlich ja genau entgegengesetzt. Und insofern, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, werden wir sicherlich schauen, dass wir das nicht den klassischen Weg gehen. Wink mit dem Zaun, ja, haben wir verstanden. Okay, Roman, dann vielen Dank für die extrem offenen Antworten und für die viele Zeit, die du auch da mitgebracht hast. Da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Ich glaube, das wird eine spannende Diskussion auch nochmal in den Blogs. Wäre cool, wenn du da auch mal drauf schauen könntest und mit kommentierst, weil man das Geschäftsmodell, glaube ich, deutlich differenzierter diskutieren kann, als es bisher diskutiert worden ist. Und da steckt auch ein bisschen mehr Potenzial als einfach nur eine weitere Rabattseite drin. Aber man muss es erklären, ne? Man muss so ein bisschen Transparenz schaffen. Aber vielen Dank dafür. Vielen Dank dir.